Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Wie gut passt dir dein aktueller CS2-Rang, falls du ihn schon hast? And his name is Gustavo Almodovar. Das gibt eine Anzeige. Während der Beta-Season war ich eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Rank. Ich war auf 8600, glaube ich, wurde ich eingerankt. Und am Ende war mein High-Rank kurz vor 11.000, ich glaube 10.800. Und dann kam Season 1. Ich wurde in Season 1 auf, ich glaube, 3600 eingerankt. Nicht vorgreifen. Oh, 3600! Und tatsächlich ein gutes Stück unter 5K, aber wie ich gesagt habe, 3000. Das hat wirklich ein bisschen geschmerzt. In der Beta war es schon so, dass ich bei den 8000 dachte, ich hätte eigentlich gern 10.000 gehabt. Ja, und die Hauptfrage ist, wie gesagt, wie ist es bei dir? Wie ist dein Season 1 Rank? Bist du zufrieden oder eher nicht? Ich muss natürlich gestehen, dass meine Einrank-Games in der Season 1 deutlich schlechter gelaufen sind als in der Beta-Season, was ja auch irgendwie logisch ist, sonst wäre meine Wertung ja jetzt, naja, ähnlich gut. Also wir haben sehr, sehr viel verloren. Ich mache die Spiele ja mit euch, also in den High-, Mid- und Low-Games während dem Stream, haben wir meine Einrankung gemacht. Und ja, 3600, das hat dann schon ein bisschen gebrannt. Das Ganze ist aber natürlich gar nicht so schlimm. Man kann sich einfach wieder sukzessive hochkämpfen. Das sollte jetzt auch etwas besser gehen, denn Matchmaking wurde ja gerade gestern oder vorgestern geupdatet. Und zwar war es einmal, dass man jetzt bessere Matches finden sollte. Man sucht zwar im Schnitt etwas länger, findet aber jetzt viel besser passendere Matches für die eigene Elo. Dann war es noch, dass man immer jetzt bei den 5000er Schritten seine Relegations- und Dingensspiele hat und nicht bei jedem 1000er. Und es war noch irgendwas. Ach genau, und man kann jetzt auch mehr Punkte gewinnen oder verlieren, je nachdem, in welche Richtung es für einen geht. Also wenn das Spiel merkt, du bist viel zu hoch eingerankt worden, dann müsstest du eigentlich ziemlich schnell auch fallen, weil du dann halt richtig viel Minus machst nach ein paar Loses. Und in Win-Richtung müsste es aber genauso gehen. Also wenn du viel gewinnst und das Spiel merkt, oh, der ist viel zu schlecht eingerankt worden, dann sollte man auch schnellere oder größere Schritte, Sprünge machen nach oben. Dass man nicht so lange stuck ist in irgendeiner Elo-Reihe. Natürlich gibt es dennoch viele, für die das kein wirklicher Trost ist. Wir haben bei uns in der Community auch ein paar wirklich richtige Schwitzerdrücker, die eigentlich bei 13.000, 14.000, 15.000 eingerankt hätten werden sollen. Und die sind unter 10.000. Es gibt auch andere, bei denen trifft es ziemlich gut zu oder sie sind sogar etwas besser eingerankt worden. Und ein paar wenige auch, die so gut eingerankt wurden, wie auch in der Beta. Aber so overall, ich würde sagen, 80% oder 75% unserer User sind ein gutes Stück, wenn nicht sogar deutlich schlechter, jetzt in der Season 1 eingerankt worden als in der Beta-Season. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Wie gesagt, bei mir war es wirklich so, dass meine Spiele einfach insgesamt schlechter waren. Also wir haben halt viel öfter verloren als in der Beta-Season. In der Beta-Season habe ich aber auch 3 oder 4 Spiele Offstream gespielt. Da habe ich dann einfach mich zusammengehockt mit ein paar Leuten und wir haben halt ohne den Stream reingedaddelt. Und das war, beziehungsweise waren, dann mehr oder weniger High-Games. Also wir haben die Unterteilung in den Streams halt mit High, Mid und Low. Und High-Game ist halt ehemaliger LEM Supreme Global, so in die Richtung. Und das waren halt 3 oder 4 Spiele, die ich mit meinen Highleuten gespielt habe und die haben wir auch alle gewonnen. Sicherlich hat mich das bestimmt gut nach oben gedrückt. Das habe ich jetzt bei der Season 1 halt nicht gemacht. Da habe ich einfach nur im Stream die Spiele gemacht und aufs Beste gehofft. Und mal haben wir verkackt, weil wir halt einfach schlecht waren. Mal waren die Gegner zu krass. Zwischendurch hatte ich auch ein paar Lags, die hatte ich beim Einspielen der Beta nicht. Also die letzten 14 Tage kackt mein Internet gerne mal rum, vor allem am frühen Abend. Das ist dann etwas nervig. Aber daran hat es auf jeden Fall nicht komplett gelegen. Also wir haben wirklich auch einfach viel geworfen, halt viel schlecht gespielt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Spiele, bei denen ich mich zurücklehnen kann und auch mal ein bisschen gecarried werde, jetzt in der Season 1, ich glaube, so gar nicht stattgefunden haben. Also meistens, ja, mussten wir alle reinschwitzen, um zu gewinnen. Oder wir haben verloren. Das ist natürlich nichts, worauf ich baue, dass ich mich einfach in den Rucksack setze. Aber gerade wenn man halt streamt und du stellst fest, also du machst einen Tab auf, du bist ganz unten mit 2 Kills und die anderen 4 alle irgendwie 20, 19, 18 und 17 Frags oder sowas. Und du weißt, okay, ich muss jetzt gar nicht so extrem krass reinrödeln, dass wir das Spiel holen. Solche Spiele kamen früher schon ab und an mal vor. In den High Games, manchmal in den Mid Games und auch ab und an mal in den Low Games. Zwar eher selten, aber es kam trotzdem schon vor. Und die hatten wir jetzt noch gar nicht in den Season 1 Spielen. Also da war es wirklich immer Pressung ohne Ende, sonst geht's nicht. Man könnte natürlich jetzt sagen, das spricht fürs Matchmaking, weil man so gut gematcht wird, dass wirklich jeder Einzelne performen muss, so gut es eben geht, dass man gewinnt. Das ist ja eigentlich der Sinn hinter der ganzen Sache. Also rumcarrying ist ja nicht die Norm. Soll es auch nicht sein. Das soll auch keine... Ich will mich darüber jetzt nicht beschweren. Ich will nur sagen,
Wir hatten bis jetzt immer Gegner, die wirklich, wirklich strong waren. Ich weiß nicht, ob wir bei Season 1 jetzt schon mal einen 13-0 oder sowas hatten. Wir hatten früher bei Go natürlich ab und an mal zu 0 Klatschen, die wir in die Fresse bekommen haben. Oder wir haben die Gegner mal zu 0 abgezogen. Das passiert. Und in der Beta war das, glaube ich, auch einmal der Fall in einem Mixed Game. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich könnte schwören, in der Season 1 nicht. Also da ist alles ziemlich, also am Anschlag. Man muss wirklich reinzwitschern, dass es funktioniert. Und die Spiele gehen oft irgendwie 12-11 aus oder, ich meine 13-11 oder so. Was wie gesagt nicht gemeckert sein soll, weil genau das ist ja eigentlich gutes Matchmaking. Wenn es Kopf an Kopf ist, genau dann weißt du ja, okay, die Gegner sind eigentlich so gut wie wir und umgekehrt. Man muss jetzt wirklich pressen, dass man gewinnt. Und das wurde jetzt ja sogar mit dem neuesten Update um noch ein gutes Stückchen wohl verbessert, dass man eben wirklich gute Matchmakings hat und gegen passende Gegner gematcht wird. Schreibt mir also gerne unten in die Kommentare, wie es bei euch gerade aussieht. Ist euer Rank passend? Sind eure MMs gut? Wobei wir Premiere spielen, also ich spreche nur von Premiere. Ich bekomme jetzt habe schon öfter gesagt bekommen, dass Matchmaking um ein gutes Stück einfacher sei. Vor allem, wenn man halt passende Maps spielt. Also da würde man viel öfter gewinnen als in Premiere. Ich denke, das macht auch Sinn. In Premiere wird halt wirklich geschwitzt. Man will diesen Rank, weil das ist der ausschlaggebende CS2-Rang. Wenn dich irgendjemand fragt, so auf der Straße, hey, was für ein Rank hast du eigentlich in CS2? Dann sagst du ja nicht, ja, so auf das 2 Global, sondern du sagst halt diese Zahl. Und ich muss meine unbedingt steigern, also 4000. Und natürlich lösen wir noch geschwind ein Giveaway auf und machen ein neues. Im letzten Popflash-Tutorial-Video gab es für euch eine Statrack Sword of Spirit Board zu gewinnen. Ihr musstet dazu nur schreiben, wie lange ihr schon mit dabei seid, I think, auch wenn es nur ein paar Tage sind. Danke für 18 Kommentare. Wir glotzen, wo ist denn die Facecam? Hallo, warte mal, hey. Ich hab die Facecam ausgemacht. Ach, guck mal, Valorant, der Schmutz hat gewonnen, bin, denke, schon ein Jahr dabei. Macher, absoluter Macher. Valorant, du hast somit das Giveaway gewonnen. Schreib mir bitte hier unter dem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und füge deiner ist schon da, sehr gut. Also Trading habe ich schon, nur nach hier unten schreiben, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und dann kann die ganze Sache losgehen. Und als neues Giveaway werden wir diese AK-47 Elite-Bild rauskloppen. Und hierzu stelle ich einfach folgende Frage, warst du schon mal in meinen Livestreams? Ich weiß, habe ich schon ein paar Mal gefragt, aber für die Neuen ist es immer wieder nicht schlecht. Ja, warst du schon mit dabei? Da gibt es größere Giveaways, Viewer Games, im Moment sogar Gloves, die man gewinnen kann. Wie sieht's aus? Ja, nein, vielleicht? In die Kommentare und dann lesen wir uns dort. Wir sehen uns somit dann wieder im nächsten Video, wahrscheinlich in 2 Tagen oder im kommenden Livestream. 3-mal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Rankommen, meine Damen und Herren, mitzocken und Spaß haben. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.